Ja, eine Frage an dich, Anja. Wir Piraten kämpfen ja hier in Brüssel dafür, dass im digitalen Zeitalter wirklich der Mensch im Mittelpunkt steht und unsere Rechte auch Beachtung finden. Aber vor Ort, wie wird denn da die Arbeit der EU eigentlich wahrgenommen? Was kommt davon an? Tatsächlich ist es oft so, dass gerade die Themen, für die wir Piraten uns einsetzen, hochkomplex sind. Das heißt, dass sie aus dem Bereich der IT stammen, dass die Zusammenhänge im Bereich Datenschutz, bürgerliche Freiheiten zunächst gar nicht so sichtbar sind. Das heißt, wir Piraten kennen uns damit aus, spezialisierte NGOs berichten darüber, aber ich sag mal, der Bürger auf der Straße bekommt es wenig mit zunächst mal, denn es macht eben nicht die großen Nachrichten, es kommt eben nicht in der Tageszeitung. Und ich gehe davon aus, dass viele Menschen auch gar nicht mitbekommen haben, dass wir Piraten letztlich überhaupt den Begriff Chatkontrolle und auch den englischen Begriff Chat Control überhaupt erst geprägt haben, um es greifbar zu machen, was da passiert. Und das, denke ich, ist eine der großen Aufgaben, die wir eben gleichzeitig zur parlamentarischen Arbeit auch noch immer bewältigen müssen, klarzumachen, wo es die Menschen vor Ort einfach betrifft. Denn viele fühlen sich ja von der EU eher losgelöst. Das ist weit weg. Wo betrifft mich das persönlich in meinem Leben? Und da ist einfach Aufklärungsarbeit wichtig und das Herunterbrechen der komplizierten Themen auf, ich will nicht sagen nur Schlagworte, aber einfach auch auf die Grundsätze. Was bedeutet das für unsere Zukunft? Was wird überhaupt entschieden?